Zu sehr ein Spaß hier. Wir sind über Volkwangenzeit. Aber was ist die Volkwangenzeit? Volkwangenzeit ist eine Informationsveranstaltung. Und zwar gerichtet an einerseits angehende Studierende, also die sich dafür interessieren, hier zu studieren, oder eben auch Eltern, wo man sehen kann, was wir machen, wie wir arbeiten, wie unsere Werkstätten arbeiten, was für Werkstätten wir haben, was für studentische Projekte gemacht werden, wie die verschiedenen Semester funktionieren. Also es geht darum, dass man quasi sagt, okay, hier waren wir im Urlaub, ne? Und das und dann sagt die andere Person, das habe ich nicht. Der Roboter wird betrieben durch zwei Motoren und verschiedene Schaltkreise, die den Schaltkreis sozusagen nochmal stören. Dadurch entstehen dann bestimmte Muster. Und das Spannende daran, es gibt ein recht komplexes Beiprogramm, also über zwei Nachmittage geht es, also Samstag und Sonntag, dann mit Workshops und Mappenberatungen, Studieninformationen und sowas darum, das auch nochmal wirklich direkt zu erklären. Und was das Wichtigste ist, dass die Arbeiten hier eigentlich alle von Studierenden auch präsentiert werden. Also, dass du wirklich kommst und Studierende hier sind, die über ihre Arbeit erzählen, aber auch eben, wie sie entstanden ist und welchem Semester sie sind, wie das ist zu studieren. Also, du kriegst halt wirklich auch über die Arbeit so ein bisschen mit, wie das Studium funktioniert. Und das finde ich ein ganz schönes. Ein schönes Moment einfach, ne? Weil die Studierenden das natürlich auch nochmal anders beschreiben jetzt als eine Infobroschüre oder sowas. Ja, da wird sozusagen eine Grenze überschritten auch. Das ist rein vom Anschauen wirklich über das direkte Nachfragen bei Studierenden ist und nicht. Genau, ja. So ein tieferes Verständnis und auch so eine Auseinandersetzung.